Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die nach Einwohnerzahl kleinsten Nationen, die sich jemals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Auf Platz 4 ist Uruguay mit 3,4 Millionen Einwohnern. Uruguay ist ein südamerikanisches Land und liegt im Südosten Südamerikas. Uruguay ist einer der kleinsten Staaten in ganz Lateinamerika und weltweit ist man auf Platz 131 von 194 anerkannten Staaten. Obwohl Uruguay nicht das größte Land ist, kann die uruguayische Nationalmannschaft insgesamt 13 WM-Teilnahmen vorweisen. Uruguay gewann sogar als einer der einwohnerarmsten Länder zweimal die große Fußball-Weltmeisterschaft. Auf Platz 6 ist Bosnien und Herzegowina mit 3,3 Millionen Einwohnern. Bosnien und Herzegowina ist ein südeuropäisches Land auf dem Balkan. Die bosnische Nationalmannschaft ist seit der Abspaltung von Jugoslawien eine eigene, von der FIFA anerkannte Fußballnationalmannschaft. Bosnien konnte sich bisher nur einmal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Und das bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien, wo man als Gruppendritter leider früh ausgeschieden ist. Auf Platz 5 ist Jamaika mit 2,9 Millionen Einwohnern. Jamaika ist ein karibischer Inselstaat in Nordmittelamerika. Die jamaikanische Nationalmannschaft, auch The Reggae Boys genannt, ist die Fußballauswahl des kleinen karibischen Inselstaates. Jamaika qualifizierte sich 1998 erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft. In Frankreich schieden die Jamaikaner bereits aber leider in der Gruppenphase aus. Die Weltmeisterschaft in Frankreich war bisher die einzige und letzte Weltmeisterschaft mit jamaikanischer Beteiligung. Auf Platz 4 ist Katar mit 2,8 Millionen Einwohnern. Katar ist ein arabisches Land auf einer Halbinsel in Südwestasiens. Das Land im Persischen Golf wird 2022 das allererste Mal eine Fußball-Weltmeisterschaft austragen. Da man als Gastgeber direkt für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert ist, ist die WM im eigenen Land auch die erste Weltmeisterschaft mit katarischer Beteiligung. Auf Platz 3 ist Slowenien mit 2 Millionen Einwohnern. Slowenien ist ein zentraleuropäisches Land, das seit 2003 Mitglied der Europäischen Union ist. Die slowenische Fußballnationalmannschaft qualifizierte sich bisher zweimal für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft war 2002 in Japan-Südkorea, wo man in der Vorrunde als Gruppenletzter mit 0 Punkten recht früh ausschied. Die zweite und auch letzte Weltmeisterschaft mit slowenischer Teilnahme war die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Auch bei dieser WM scheiterte Slowenien auch wieder in der Gruppe, aber dafür knapp mit 4 Punkten auf Platz 3. Auf Platz 2 ist Trinidad und Tobago mit 1,3 Millionen Einwohnern. Trinidad und Tobago ist ein aus zwei Inseln bestehendes karibisches Land, das geografisch zu Südamerika gehört. Die Fußballnationalmannschaft von Trinidad und Tobago mit den Spitznamen Soccer Warriors, übersetzt die Zockerkrieger, qualifizierten sich 2006 in Deutschland das erste Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Als Gruppenletzter mit einem einzigen Punkt, 0 Toren, war die WM in Deutschland für den Inselstaat auch sehr schnell vorbei gewesen. Auf Platz 1 ist Island mit 339.000 Einwohnern. Island ist ein nordischer Inselstaat im Nordosten Europas. Die isländische Nationalmannschaft ist die Fußballauswahl des fünftkleinsten Mitgliedstaates der UEFA. Island ist sogar kleiner als Staaten wie Malta, Luxemburg oder Montenegro. Island qualifizierte sich 2018 erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft. In Russland schieden die Wikinger leider als Gruppenletzter nur mit einem einzigen Punkt schon in der Gruppenphase aus. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ja, bis nächstes Mal und...